Ja, morgen Freunde und herzlich willkommen zurück hier im Office in Gottmarding. Bin heute Morgen hier wieder aufgeschlagen und Richie hat gerade gemeint, er hat ein paar tolle neue Sachen bekommen, die wir jetzt erstmal unboxen und zusammen anschauen können. Also viel Spaß und gute Unterhaltung. Dennis ist mal wieder da. Und wir sind die Woche zu noch nichts gekommen. Hier, das ist von dem Philipp Collier, das Messer mit diesem tollen Mechanismus. Hat schon Patina angenommen. Kohlenstoffstahlklinge, ne? Ich habe es noch nie mal geputzt, habe schon ein paar Mal gegessen damit. Aber das gefällt mir so gut mit dieser Mechanik, die man in unterschiedlichen Stärken bestellen kann. So, also jetzt kommt's. Drei Prototypen von Fox. Die werden dann sogar ins Sortiment bei Fox reingehen. Wir werden dann eine Sonderedition machen. Ich habe die auch noch nicht gesehen. Da geht es um das Modell 103. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass da noch zwei andere Modelle sind. Jetzt schneiden wir das mal auf. Das können wir das bessere Messer nehmen. Wo ist denn das geschnitten? Wo ist denn das zugemacht? Ich komme hier auf der Seite. Ja, was zum Ja, wir machen es einfach so. Ja, aber. Ah, hier. Siehst du, brauchen wir gar nicht. So. Also, jetzt gucken wir mal, was alles drin ist. Nee, das sind nur die 135er. Das ist aber nicht das 103, das sind die 135er. Das sind eben Modelle, die hat der Markus vor längerer Zeit mal gebaut und dann nicht mehr. Und dieses Modell hat eben diesen aufgeschobenen Finger gehabt. Das fand ich sehr schön. Ja, die sind auch richtig gut gemacht. Also man könnte meinen, dass die von Markus sind. Also cool, da hat das Mikado ist schön. Ja, also das ist wirklich top. Schon unser Sondermodell dabei ist. Ja, das ist auch dabei. Oh, da sind noch andere Messer da. Saubere Übergänge, cooles Chimping. Das ist ein geiles Messer. Nö, also Fette die Kuss. Hat er mal gebaut, dann hat es wieder eingestellt. Und das wäre unsere Sonderedition von Tools for Gents. Ich dachte, es wäre ein bisschen mehr rötlich. Mit roten Linern und so einem dunkelbraunen Mikata. Ja, dunkelbraun. So Burgundi auch irgendwie. So dunkles Burgundi eigentlich sollte es sein, aber. Dunkelbraun. Jetzt wissen wir nicht, machen wir bei denen eine Swatch drauf oder machen wir bei manchen wegen dem Batonieren, dass wir sie gerade machen, ohne Schwätz oder nur halbe. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich jetzt alles nochmal mit dem Gabriele besprechen. Da hat er mich auch gefragt. Der Baton ist ohne besser, aber ich finde, das sieht halt cooler aus. Schaut halt cooler aus mit der Swatch, das ist schon klar. Designmäßig schöner. Ja, das sind ganz tolle Messer. Also weich. Etwas Gabriele, also der Gabriele Fratti, der Inhaber von Fox, der war auch total recht begeistert. Ich war ja mit dem Markus letztes Jahr, im Februar dort. Also ein Jahr ist es jetzt her, dass wir dort waren. Und jetzt kommen die Prototypen. Also ihr seht mal, wie lange sowas geht. Ah, jetzt haben wir noch Urlaub, siehst du. Das ist auch eine Sache, die wir eventuell für uns, die wir vielleicht für uns dann machen als Sondermodell. Guck mal hier, ist auch cool. Das ist wieder so dieses Kartoffelsack-Line-Mikata. Ja, das macht ja auch der Markus in Custom. Aber das ist, ich finde mit diesem aufgeschobenen Fingerguard ist es wirklich eine gute Protection. Sieht gut aus und ist ein guter Schutz. Naja, also finde ich top. Finde ich top. Ja, warte. Das ist schön mit den roten Linern drunter. Also die produzieren ja, wenn sie es für Fox produzieren, machen sie natürlich verschiedene Modelle mit verschiedenen Farben, dass die Händler halt weltweit auch gewissermaßen Auswahl haben. Neolux. Ja. Markus arbeitet sehr gern mit Neolux und die Gitanos von Gudi waren ja jetzt auch Neolux. Haben wir eigentlich super Feedbacks bekommen. Guck mal, hier haben wir nochmal schwarzes Mikata. Was schaut die? Ja, die sind scharf. Du, die sind richtig scharf. Die sind richtig gut gemacht. Zwar vielleicht nicht ganz so dünn in der Schneidphase, wie das der Markus macht,
Aber wir haben das bei den Magnas gesehen, das kriegen die richtig gut hin. Also richtig scharf sind die Dinger. Richtig scharf. Und das soll es ja sein. Robust und scharf. Also das war jetzt schon wieder mal das Highlight von heute. Wir müssen Markus jetzt auch gleich ein Video machen. Und hier haben wir jetzt auch ein G10, oder? Ja, das weiß das nicht, ist richtig das könnte, robust, oder? Könnte G10 sein, stand jetzt nichts drauf. G10 oder Mikata ist manchmal sehr schwer im Schwarz auseinanderzuhalten. Könnte aber auch G10 sein. So ein, ja, obwohl es hat aber Struktur drin. Naja, hat eben eine Struktur drin. Ein schwarzes Mikata, aber ein ganz. Ich habe auch schon Mikata G10 gesehen mit Struktur, das gibt es auch da. Boah, das ist geil. Nee, also hier mit dem Fingergab finde ich ganz toll. Das ist ein cooles Messer. Griffiges Chimping hat mal eine Funktion. Dieses Leinensack, Kartoffelsack Mikata. Auch richtig cool. Das ist schön. Roten Leinen drunter. Und glattem Mikata, so ein ganz. Ja, was ist das? Mischung zwischen. Ja, ein dunkelbraun. Dunkelbraun, so leichtes Braun, Schwarz, Anthrazit, rote Liner drunter. Jimping hier nicht ganz so aggressiv. Ja, hier ist kräftiger. Ja, das ist in allem ein bisschen dezenter. Nicht so krasses Jimping und auch der Griff ist etwas nicht so rau, das ist glatter. Liegt angenehmer in der Hand und die Klinge hat so ein schönes mattes Finish. Prototypen, da ist jetzt nur NR drauf. Könntest du meinen, das ist Custom von Markus. Geile, geile Messer, ey. Das ist auch cool, das ist naturbelassene, matte, aufgeraute Mikata. Neolux, Markus Reichert und Fuchs auf der Klinge. Da das Ganze noch mal ein bisschen glatter. So ein bisschen einmal drüber poliert. Hat er ganz fein runtergeschliffen ist. Ist ein bisschen glatter, aber der Markus Reichert, Neolux, Fuchs. So kommen wahrscheinlich die fertigen Modelle, wenn Fuchs draufsteht. Und hier nochmal glattes, okay, können wir mal zusammenlegen, dann sieht man mal die Unterschiede. Einmal, ja, die sind gleich. Hier haben wir mehr so naturbelassenes und hier haben wir ein glattes. Ich grüß dich schon mal, ne? Jawohl, hau schon mal den Kuchen an. Da komm ich nicht her. Hier haben wir hier mal ein schönes Liner drunter. Und hier, ja, das ist ja noch nicht ganz. Ja, mit der Struktur, das sieht schon aus wie ein Mikata oder ein krasses G10. Das ist fast zu homogen, dieses Material für ein Mikata. Aber cool, schwarz, das ist so wirklich der User, der Worker. Klasse. Ja, coole Teile kommen da. Hier schon mal die Prototypen Einzelstücke. Klasse Teile. Da sind wir mal gespannt. Da schönes Neues aus Maniago kommt. Made by Fox Powerboy Markus Reichhardt. Und hier die coole TFG Edition mit Rot und schön. Ja. Das ist ein Handschmeichler, da ist wirklich, das nimmst du in die Hand, sagst mit verbundenen Augen, okay, Markus Reichert Griff. Cool. Ja, also Freunde, seid gespannt, da kommt geiler Stoff an.